Und ich werde jetzt gleich meine Haare färben. Sieben Gurken momentan. Ja, die essen ungefähr genau die Menge essen die am Tag. Da ist ein Lakritz mit dabei. Okay, das habe ich nicht gesehen. Werde ich noch mal ein bisschen. Die letzten 11 Tage sieht es jeden Tag so aus. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich dachte mir, ich nehme euch durch meinen, ja, wie soll ich sagen, langweiligen Alltag momentan mit. Wir sind jetzt schon 11 Tage nonstop nur zu Hause. Außer zweimal war ich arbeiten und einmal waren wir im Wald spazieren. Und einmal war ich einkaufen. Ja, yeah, einmal war ich schon einkaufen. Also jetzt momentaner Zustand. Ich weiß ja nicht, wann der Vlog heimkommt. Und so langsam nervt es, ja. So langsam, ich finde, aber so im insgesamt sollte man da mal was Positives aus dieser ganzen Situation sehen. Man schätzt es dann viel mehr, wo alles normale war. Also versteht ihr, was ich meine? Wo der Alltag einfach ganz, ganz normal war und die Kinder im Kindergarten waren, man raus konnte ohne Probleme, man einkaufen konnte, man sich mit Freunden, Verwandten treffen konnte. Und jetzt von einmal ist ja alles verboten. Und dann schätzt man es von einmal, was eigentlich total normal war. Wieder wie schön es eigentlich davor war, was man davor nie geschätzt hat. Versteht ihr, was ich meine? Ja, das finde ich auf jeden Fall. Das nehmen wir, glaube ich, alle, weil wir sitzen ja alle, fast die komplette Welt, ganz Deutschland, alle. Wir sitzen momentan alle im gleichen Boot mit diesem blöden Virus, ne? Ja, ich habe zwei Kinder, ihr wisst es, und es ist echt nicht leicht, die immer zu bespaßen, sie zu unterhalten. Jetzt momentan in der Früh dürfen sie ja so und so. Ich kann euch ja mal ganz kurz mal unseren Alltag erklären. Also in der Früh, ja, heute, 5:45, die erste wach, die kleine war wach. Dann habe ich sie oben noch bei mir im Schlafzimmer Fernsehen schauen lassen. Dann wollte sie die ganze Zeit die Große wecken, die schläft ein bisschen länger. Irgendwann, ja, ich glaube um 6:30 habe ich gesagt, ja, jetzt darfst du die Große wecken. Ich meine, wenn die zu lang schlafen, dann gehen die ja auch nicht ins Bett, ne? Irgendwann will man als Mama oder Papa auch mal Feierabend haben. Deswegen, also Bettgehzeiten sind bei uns immer noch ganz regelmäßig. Die Kleine geht nach wie vor um 7:30 schlafen und die Große um 7:45. Das ist nach wie vor alles gleich geblieben, unter der Woche zumindest. Am Wochenende darf die Große länger wach bleiben, so wie auch wenn der Alltag, also ganz normal Kindergarten ist. Aber deswegen stehen die halt auch relativ früh auf, weil, ja, wir haben halt gesagt, wir machen das lieber so, lassen den Alltag gleich, wir könnten sie auch länger auflassen, aber die würden genauso früh aufstehen, glaube ich. Also wir hatten da so ein Glück, die würden ganz genauso auch früh aufstehen. Ja, und dann fängt der Alltag an, also dann ist dann die Kleine eben, schaut noch ein bisschen bei mir Fernsehen, dann geht die Große wecken, dann gehen die zusammen erstmal runter, ich chill immer noch im Bett, ja, ich chill meistens im Bett, aber es geht nicht lange gut, die haben dann irgendwann Hunger, dann gehe ich nach unten, wie heute zum Beispiel, habe denen jetzt Brezen aufgebacken, die werde ich jetzt gleich mit Butter beschmieren und kriegen sie eine Butterbreze mit ein bisschen Gurke oder so, so, entweder essen sie Breze oder Müsli oder auf was sie halt Bock haben. Heute haben sie Bock auf Butterbreze gehabt. Dann frühstücken sie erstmal, dürfen aber noch meistens so bis um 9:30, 10 Fernsehen schauen, damit ich irgendwas hier schaffe, damit ich mein Haushalt schaffe. Ich sitze jetzt hier gerade im Kinderzimmer. Normal sitze ich ja nicht im Kinderzimmer, aber im Kinderzimmer wird nicht gespielt, wenn der Fernseher an ist. Die spielen unten im Wohnzimmer. Ja, und dann ja, fange ich an mit meinem Haushalt so gut wie das geht zu machen, die Wäsche zu waschen, die Betten zu machen, Staub zu saugen, ne, den ganz normalen Alltag-Wahnsinn. Dann versuchen wir immer ein bisschen zu spielen, auch immer wieder zwischendrin. Also dann spiele ich immer mal wieder mit den Mädels. Sie beschäftigen sich wahnsinnig gut auch selber, muss ich sagen. Also sie gehen wahnsinnig oft dann, also wenn sobald mal der Fernseher aus ist, nach oben und spielen, machen Chaos, was ich da wieder aufgeräumt, was ich davor aufgeräumt habe, okay. Spielen, das finde ich aber wunderschön, dass die auch so ineinander und so gut miteinander spielen. Also es hilft auf jeden Fall sehr in der Situation. Die Große sagt jetzt schon öfters immer, oh, sie vermisst ihre Freunde und können wir nicht eine Freundin einladen. Aber wir haben hier zum Beispiel in Bayern komplette Ausgangssperre. Und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck, dass wir jetzt eine Freundin einladen. Ne? Deswegen sage ich immer nur zu Bella, wir müssen es jetzt durchhalten und das schaffen wir. Und danach ist auch alles wieder normal. Ja, und dann spielen die. Und dann, wenn das irgendwann mal nicht mehr klappt, wenn die sich in die Haare kriegen, die streiten natürlich viel öfters wie sonst, dann komme ich immer wieder mit irgendeinem Gesellschaftsspiel, keine Ahnung, spielt man eine Runde Memory oder Obstgarten, Bingo, ja, und dann basteln wir auch ganz viel, wir haben ganz viel schon gebastelt, ich schmeiße das übrigens alles gerade wieder weg. Ja, ich weiß gar nicht wohin. Hebt ihr alle Bastelsachen auf? Ich fühle mich schon ganz schlecht. Wir basteln und 2 Tage später landet es im Altpapier. Aber wir basteln momentan so viel,
Ja, ich glaube, wir basteln jetzt mal für Ostern, habe ich mir gedacht, dass die nächsten Tage mal vielleicht auch Ostereier bemalen oder so. Dann kann man das wenigstens aufhängen, aber ja, momentan drucke ich halt irgendwie so Bastelvorlagen aus, wie zum Beispiel sowas haben wir gebastelt, da steht es gerade. Solche Häuser, die kann man halt so ausdrucken und dann bemalen und dann zusammenbasteln oder zusammenkleben in dem Fall. Ich glaube, das sind Spardosen oder so. Ja, wir werden da irgendwie schon kriegen, da sind nur ganz viele da stehen. Und Bügelperlen machen wir auch. Hm? Bügelperlen. Ja, wir versuchen uns schon irgendwie zu beschäftigen, aber irgendwie... ich bin ein Mensch, der gerne rausgeht. Ich bin ein Mensch, der gerne shoppen geht vor allem. Shoppen in die Stadt, mich mit Freunden treffen. Das ist alles gerade nicht möglich. Das ist ein bisschen deprimierend gerade manchmal. Könnt mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr so den ganzen Tag treibt. Ja, im Social-Media-Bereich, es ist ja ganz viel auf Instagram jetzt unterwegs mit irgendwelcher Challenge und Nominierungen und keine Ahnung, wie viele Nominierungen ich schon habe. Ich kann die gar nicht alle machen für was weiß ich nicht. Ja, es ist schon irgendwie komisch. Jetzt habe ich 5 Minuten geredet, so wie es bei uns gerade ist. Ach so, und das Schlimmste, das Allerschlimmste an der ganzen Geschichte, also ich weiß nicht, ob die meisten wissen es ja, also... Ich bin gelernte Friseurin eigentlich und unser Laden hat ja umgebaut, ne? Und würde ja eigentlich jetzt dann im Mai öffnen, das steht auch noch in Frage. Die Friseure haben alle komplett zu, ob der überhaupt öffnet. Und in der Zwischenzeit habe ich ja im Möbelhaus gearbeitet auf 450 Basis. Ja, den Job bin ich jetzt leider auch los, dank diesem Supervirus. Was heißt los? Die sind alle in Kurzarbeit gegangen, aber für eine 450-Euro-Kraft gibt es keine Kurzarbeit. Sprich, ab nächsten Monat habe ich eigentlich keinen Lohn mehr. Beziehungsweise, das will ich heute nochmal abklären. Also ich rufe nochmal bei der Firma an, weil ich jetzt im Internet gelesen habe, bis zu 6 Wochen müssen sie eine Lohnfortzahlung machen oder sie müssen dich kündigen. Und wenn sie dich aber kündigen, hast du trotzdem ja dann noch eine 4-wöchige Kündigungsfrist. Also habe ich ja trotzdem noch 4-wöchig, wo ich eigentlich meinen Lohn weiterhin bekomme. Also ich habe einen richtigen Vertrag bei der Firma. Es ist nicht so nur so, es gibt ja auch 400 Euro Jobs, die haben ja nicht meinen richtigen Vertrag, sondern ich habe bei der Firma einen richtigen Vertrag. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass sie mich wenigstens 4 Wochen weiterzahlen. Es ist nämlich schon krass, was du ja dann, du bist zwar nur zu Hause, machst nichts, aber du hast trotzdem die laufenden Kosten. Ich meine, ich muss ja trotzdem den Kindergarten zahlen, den ich nicht nutzen kann. Ich muss trotzdem mein Haus hier zahlen. Ich muss trotzdem ja alles, die Kosten laufen ja alle weiter. Es ist ja nicht so, dass die Kosten nicht weiterlaufen. Ich hoffe jetzt nur, dass mein Mann nicht noch in Kurzarbeit kommt. Sonst wird das echt bescheuert langsam. Und irgendwie bin ich auch voll traurig, dass ich jetzt auch noch meinen... Mir hat es eigentlich voll gut gefallen in dem Möbelhaus. Wobei ich auch nie bis heute nicht wusste, ob ich dann wieder zum Friseur zurückgehe oder nicht. Oder wie das eigentlich so genau weiterläuft. Also ich wusste es eigentlich, also tief im Inneren weiß ich es schon und ich weiß es auch, aber ich gebe es jetzt hier nicht so publik, ne? aber trotzdem ist das alles ein bisschen blöd, die Situation. Ja, richtig blöd. Ja, könnt mir gerne mal wissen, habt ihr 400 Euro Jobs gehabt? Wie ist es bei euch gelaufen? Kriegt ihr Leute euren Lohn oder heißt es einfach, puh, wir haben keine Arbeit für dich, es war's da. Es war ja auch nicht so, ich habe ja wirklich einen regelmäßigen gleichen Lohn jeden Monat gehabt. Deswegen, also ich rufe da später an, ich gebe euch dann später auf jeden Fall noch Bescheid, wie das denn bei den 450-Euro Basisjobs. Im Internet steht auf jeden Fall, man kriegt Lohnfortzahlung, aber das ist halt dann wieder, wie nimmt es der Arbeitgeber? Und du wirst dich ja mit dem Arbeitgeber ja nicht, eigentlich nicht vor das Gericht ziehen, ne? Also obwohl du für die 4 Wochen dann auch vor allem. Ach ja, und das hat mich auch gestern, das habe ich gestern erfahren, das hat mich auch ein bisschen depri gemacht, weil, oh Gott, jetzt bin ich schon wieder arbeitslos. Das nervt. Ja, und den Friseur kann ich ja momentan auch nicht zurück, weil die Friseure haben ja auch zu und da ist auch Kurzarbeit und ach, ich glaube, das geht ganz vielen gerade so. Ja, jetzt hoffe ich so ein bisschen, ich bin ja ganz froh, dass ich YouTube wenigstens noch habe. Also ihr wisst ja, die meisten wissen von euch, ich verdiene ein bisschen was mit YouTube. Bin ich momentan wirklich dankbar, weil sonst wüsste ich gar nicht, wie wir das alles hinbekommen sollten. Klar macht das ein finanzielles Loch, ne? Das ist ja ganz logisch. Ach ja. Oh, jammern auf hohem Niveau, glaube ich, weil es gibt vielen viel schlechter. Trotzdem nervt mich diese ganze Situation enorm. Ja, jetzt habe ich ganz lang gequatscht. Jetzt seid ihr soweit auf dem neuesten Stand. Ich werde jetzt meinen Haushalt machen. Den werde ich machen. Ich wollte einen Vlog anfangen, eigentlich.
Also nehme ich euch ein bisschen mit durch den Alltag, aber jetzt habe ich schon 10 Minuten gelabert, also es wird ja Ewigkeiten dauern. Ja, ich gehe jetzt mal runter, den Mädels die Brezen schmieren. Und dann beginnen wir einfach meinen hässlichen Alltag momentan. Ja, die einen sagen immer, man soll es genießen, aber ich weiß nicht. Ich habe es am Anfang vielleicht genossen, aber jetzt reicht's, es reicht. Und das Schlimmste an dieser ganzen Situation finde ich, es ist ja kein Ende so wirklich in Sicht. Es ist ja kein Ende in Sicht. Wie soll das mal besser werden? Das zieht mich gerade schon ein bisschen runter. Ja, jetzt habe ich genug gejammert. Jetzt gehen wir die Brezen schmieren. So, das sind jetzt die Butterbrezen. Wenn die Butterbrezen sich wünschen, mache ich das meistens so, dann tue ich einmal Brezen frisch aufbacken und Gurken dazu schneiden. Das ist eigentlich fast das tägliche Frühstück, was sie essen. Oder sie essen im Cornflakes oder Müsli. Ja, immer so im Wechsel. Übrigens schminke ich mich noch jeden Tag, weil ich finde, weil eigentlich ist es ja total quatschmäßig, ne? Für was soll ich mich schminken? Ich gehe ja nicht raus aus dem Haus oder so. Aber ich finde, also wir haben es jetzt 10 vor 8 und ich habe da einfach mehr Motivation durch den Tag zu starten, wenn ich geschminkt bin, als wenn ich nichts mehr aus mir mache. Ich bin zwar ein bisschen im Gammellook, aber den habe ich ja sonst auch. Also. Aber so, die meiste Zeit war echt Jogginghose angesagt. Ja, und hier habe ich dann auch schon die Klamotten für die Mädels rausgesucht. Die werde ich jetzt dann auch gleich umziehen, wenn sie dann ihre Breze zu Ende gegessen haben, denke ich so langsam. Und ja, das ist so echt jeden Tag unser Ablauf. Die sitzen da jetzt und futtern ihre Breze und schauen Fernsehen. Soll ich euch mal was zeigen? Ihr wisst, wie es eigentlich bei mir zu Hause ausschaut. Oder ihr wisst es, dass sowas eigentlich nicht so ist, ne? Aber es sieht momentan, die letzten 11 Tage sieht es jeden Tag so aus. Und jeden Tag versuche ich es aufzuräumen. Beziehungsweise ich versuche stündlich aufzuräumen. Und es sieht aber nach 5 Minuten genauso wieder aus. Also Katastrophe, oder? Sagt es mir mal bitte. Katastrophe. Bitte sagt es mir in den Kommentaren, dass es bei euch genauso ausschaut. Oh. Ich habe gerade auf Instagram auch gepostet, dass es so eine richtige Win-Win-Situation ist, weil ich habe jetzt gerade mein Wohnzimmer aufgeräumt. Ihr habt es leider vorher nicht gesehen, aber wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr es vorher gesehen. Und es sah einfach aus wie Sau. Es lag hier alles rum. Ich habe jetzt halt das, was alles hier so, das so gestapelt da steht, das kommt wieder hoch in die Kinderzimmer oder in den Spielkeller. Und das war hier überall verteilt. Ja, das habe ich jetzt gerade alles aufgeräumt. Und dann habe ich auf Instagram gepostet, das ist doch eigentlich eine Win-Win-Situation. Die Kinder sind beschäftigt, sie spielen alleine. Sobald sind sie fertig, die sind jetzt oben und hören lautstark Bibi Blocksberg an. Ich glaube, das hört ihr sogar. Keine Ahnung, sind die taub. Auf jeden Fall Win-Win-Situation. Die sind beschäftigt, spielen miteinander, was ich auch gut finde, weil ich habe langsam echt keine Lust mehr auf Memory, Gesellschaftsspiele. Mir hängt das hier bis hier oben hin. Das ist echt nervig. Oder, keine Ahnung, basteln haben wir auch jetzt die Tage genug gebastelt. Deswegen bin ich eigentlich echt froh, dass sie da oben zu zweit so schön spielen mit ihrer Bibi Blocksberg. Und sollen sie es verwüsten, ist mir egal. Mir ist nicht langweilig, weil ich dann aufräume für die. Und denen ist nicht langweilig, die sind beschäftigt und ich muss nicht so viele Gesellschaftsspiele spielen. Win-Win-Situation, oder? Wie seht ihr das? Man muss ja immer aus jeder Sache das Positive rausziehen und das bin ich einfach vom Menschen her und darin sehe ich die positive Sache. Wobei ich nach wie vor finde, eigentlich die Große könnte selber aufräumen, aber wir sind jetzt in einer besonderen Situation. Ich bin froh, dass die Große mit der Kleinen spielt, also Arschlecken. Ja, ich muss jetzt was kochen. Jetzt habe ich euch auf Instagram schon gefragt, was. Jetzt habe ich auch schon ein paar Vorschläge bekommen. Hotdog, Pommes, Hühnerfrikasse und lauter so Sachen. Jetzt schaue ich mal, jetzt warte ich mal ab, was da noch so kommt. Ich habe mir schon so oft Inspiration durch euch geholt, weil wir hatten gestern Nudeln und ich kann heute nicht schon wieder Nudeln machen. Übrigens habe ich den Ofen auch gerade angemacht. Mein Mann hat sich gestern beschwert, warum der Ofen nicht an ist. Ja, weil ich halt nur zu tun habe, ne? Aufgeräumt gerade, jetzt kochen. Dann oben meine Wäsche ist auch bald fertig, da muss ich dann wieder nach oben Wäsche fertig machen, wieder nächste Waschmaschine anmachen. Dann wollte ich die Bettwäschen auch mal wieder waschen. Also kein Wunder, dass der Ofen nie an ist. Und kalt ist mir dadurch auch nicht, weil ich ja nur am Rennen bin. Und die Kinder sind nur am Spielen, denen ist auch nicht kalt. Ich bin nicht am Sofa und flack da rum. Nee. Übrigens habe ich mich gerade entschieden, was ich hier koche. Ich mache Kaiserschmarrn. Und hier zum Beispiel, das ist jetzt so meine Instagram-Kamera. Da mache ich dann immer im Schnellformat. Also viele Rezepte sind da auf Instagram schon. Ne? Das ist für mich immer die schnellere Variante, auf Instagram so gerade so Rezepte oder irgendwie sowas hochzuladen, als jetzt hier auf YouTube. Und ja, das ist auch immer irgendwie die schnellere Variante. Also wenn ihr gerade so Vlogs oder so gern von mir anschaut, da könnt ihr gerne auf Instagram vorbeischauen. Da mache ich das echt, ich poste hier regelmäßig eigentlich. Naja, und auf jeden Fall
räume ich hier diesen ganzen Schmarrn mal wieder auf. Die Gewürze habe ich geschenkt gekriegt von einer Freundin. Bin mal gespannt, wie die sind. Die hat die doppelt und brauchst du nicht. Habe ich mich voll gefreut, weil Gewürze ist doch... Ostmann ist, glaube ich, voll die gute Marke sogar noch. Ja, ich räume halt mir auf und versuche hier meinen Kaiserschmarrn. Ich zeige es euch dann später, wie es fertig ausschaut. Oh, ich muss das mal... Ja, ich muss mal umdrehen. So, mein Kaiserschmarrn ist fertig. Also ich weiß nicht, was ich falsch mache. Bei mir sieht der immer so ein bisschen komisch aus. Ich glaube, ich drehe den zu schnell oder keine Ahnung. Oder ist das wegen den Äpfeln? Bei mir klebt er immer so. Also ich habe ihn probiert. Der schmeckt sehr, sehr gut. Aber ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Seht ihr das? Der sieht nicht aus wie so fluffig wie bei manchen, sondern der wie so ein Haufen. Keine Ahnung. Vielleicht habt ihr irgendwelche Tipps, was ich beim Kaiserschmarrn falsch mache. Also ich tue halt das alles in die Pfanne. Lass kurz anbraten und dann fange ich an umzudrehen. Und dann passiert genau das. Dann kommen da so komische Matschbollen raus. Ich weiß nicht. Kommt das von den Äpfeln oder bin ich einfach zu blöd? Oder ohne Äpfel? Oder? Ja, schreibt mir das mal bitte gern unten in die Kommentare. Ich bin jetzt hier oben im Badezimmer. Wahrscheinlich halt das wie nochmal was, weil ich gerade die Teppiche weggemacht habe. Ich habe mir hier Farbe angemischt. Und ich werde jetzt gleich meine Haare färben. Ja, das ist der momentane Zustand. Ich kann euch das einmal von hinten zeigen. So sieht es momentan aus. Also ich habe so ein Ombre drin. Und das ist ja echt schon übelst rausgewachsen. Und den möchte ich einfach jetzt ein bisschen höher wieder setzen. Hab mir Blondierung angemischt. Ich bin ja gelernte Friseurin. Ich weiß, wie es geht. Die Friseure haben alle gerade zu. Also ich muss ja jetzt irgendwie... Also ich muss nicht, aber ich habe Langeweile. Mein Mann ist jetzt zu Hause, kümmert sich um die Kinder. Das ist für mich Freizeit und ich probiere... Ja, ich habe es eigentlich schon öfters selber gemacht, also deswegen... Das, was jetzt hier der Rest ist, das habe ich auch selber gemacht. Und von dem her werde ich das schon hinbekommen. Ja, und ich dachte mir, weil das bestimmt mehrere interessiert, mache ich einen Film drüber, ein Filmchen. Also ich nehme euch schon mit der Kamera mit, aber nicht in diesem Vlog, weil das übersprengt das Ganze. Und vor allem interessiert das wahrscheinlich nicht jeden, wie ich jetzt hier gerade meine Haare färbe. Aber das Video wird bestimmt schon online für euch sein. Also schaut gerne in die Playlist vorbei, vielleicht habt ihr es ja schon gesehen. Ja. Ich denke mal, das ist so ein bisschen Inspiration. Nachher werde ich auch meine Haare noch schneiden, weil die Spitzen müssten auch mal wieder geschnitten werden. Und ja, was macht man nicht so alles bei Langeweile? Unsere ganzen Jungs aus unserer Clique haben sich alle jetzt eine Glatze geschnitten, weil sie ja ganz und gar im Friseur mehr gehen können. Ja, und ich färbe sie mir eben selber. Man muss sich nur zu helfen wissen. Es ist schon wieder ein paar Tage vergangen. Ein paar Tage ist gut. Ich glaube, schon länger stand die Vlog-Kamera da in der Ecke rum. Aber ich war gerade bei der Packstation Post von euch abholen. Ich freue mich da immer so riesig, wenn ich von euch Briefe bekomme. Oh, ich lese jetzt einfach voll gerne. Also, wenn welche Fragen, die Nummer, also die Packstation-Adresse ist immer unten. Und viele von euch schreiben mir halt immer Briefe. Und die musste ich aber jetzt abholen. Deswegen musste ich raus, weil sonst wird es wieder zu euch zurückgeschickt. Und das finde ich ja schade. Und deswegen war ich jetzt unterwegs. Und ich musste selber auch noch ein Paket verschicken. Genau. Und deswegen dachte ich mir, ich gehe jetzt mal kurz im Aldi einkaufen. Also nur ein paar Sachen, wo jetzt fehlen, wo schon auf der Einkaufsliste stehen. Und Leute, das ist so komisch, die Zeit einkaufen zu gehen. Es waren viele mit Mundschutz unterwegs, was irgendwie Mundschutz und Handschuhe, was ja okay ist, aber irgendwie für mich irgendwie so befremdlich noch. Also in China ist das ganz normal. Vielleicht ist es sogar auch besser, wenn es ganz normal hier wird, aber schon komisch. Und was mir noch aufgefallen ist, dass verdammt viele alte Menschen unterwegs waren. Eigentlich fast nur. Entweder waren es Leute, die Arbeitsmontur, also wie ein Bauarbeiter, nennen wir das Bauarbeiter? Keine Ahnung, Handwerker oder so. Oder es waren Menschen, die wirklich alt sind. Und die hatten nicht den Handschuhe und Mundschutz, die nicht, sondern das waren wieder andere. Also ja, komische Situation. Und bei uns ist momentan auch Pflicht, einen Einkaufswagen mitzunehmen. Wundert euch nicht, warum der Hintergrund ein bisschen laut ist. Aber ich kann ja momentan wirklich nur vloggen, wenn die Kinder zu Hause sind, weil die sind ja ständig zu Hause. Ich habe auf jeden Fall einmal 8 Cent mitgenommen. Kosten jeweils 15 Cent. Es tut mir leid. Da wird sich alles wieder ändern irgendwann. Bacon hat sich mein Mann gewünscht für 1,19 Euro. Der macht seine Speckbohnen damit ja immer. Da gibt es auch englischen Bacon bei Aldi. Dachte mir noch. Aber ich habe mir den Frühstücksbacon mitgenommen. Ja. Dann habe ich ein paar Bananenchen mitgenommen. Die haben ganze 89 Cent das Kilo gekostet. Und die zwei 23 Cent. Ich habe es gerade auf dem Kassenzettel gesehen. Dachte mir, wow, krass. Ja, also bei Bananen... Ich weiß, hier gibt es mir immer Tipps, was ich mit denen machen soll. Aber zurzeit ist das halt immer so, unsere Bananen. Aber irgendwie will ich
doch, falls jemand plötzlich automatisch Hunger kriegt auf Bananen. Ich weiß, ich glaube, ich friere die jetzt einfach in nächster Zeit ein. Und wenn ich dann ganz viele eingefroren habe, dann mache ich einfach Eis davon. Weil so Bananencakes oder Pancakes mit Banane, ja, das ist, habe ich schon ausprobiert, das schmeckt uns irgendwie alle nicht. Und so Bananenmilch auch nicht so, naja. Gurken waren für 39 Cent im Angebot. Fand ich mega, weil meine Mädels lieben Gurken momentan. Ja, die essen ungefähr genau die Menge essen die am Tag. Gurken gehen hier sehr gut. Und die waren auch noch voll schön. Also in letzter Zeit war ja immer so ein Gurkenproblem, dass die immer so schrumpelig waren oder so. Die sind übelst schön gewesen. Dann waren im Angebot die Partyspaß von Haribo. Und da ist ein Lakritz mit dabei. Okay, das habe ich nicht gesehen. Hätte ich noch mal ein bisschen besser geguckt, dass sie nicht dabei sind, weil Lakritz mögen wir nicht, aber alle anderen. Und dann dachte ich mir, so ein kleines Päckchen finde ich immer ganz gut, weil große Packungen, da isst man mehr, als wenn man nur so ein kleines Päckchen hat. Ja, für 1,59 haben wir im Angebot. Dann haben wir hier noch Obstriegel. Zwei habe ich mitgenommen, essen die Mädels auch gerade voll gerne. Für 99 Cent. Habe ich gesagt, dass ich die Semmeln auch mit habe für den Bauerntopf, den es jetzt zum Mittagessen gibt, zum Eintunken. Ja. Deswegen, ich weiß nicht. Leberkäse hat sich mein Mann auch gewünscht. 2,69 kostet der mittlerweile schon. Ach, das ist ja echt krass. Ey. Zeitlang hat der 1,99 gekostet. 1,99 und ich weiß sogar noch 1,89, weiß ich auch noch im Kopf. Also, mir schwirren beim Leberkäse mehrere Preise im Kopf. 2,19 €, aber 2,69 ist mir ganz neu. Jo, so sieht es aus. Hackfleisch habe ich auch mitgenommen, weil wir die Woche mehrere Sachen geplant haben. Wir haben noch Burger geplant. Haben wir noch irgendwas mit Hackfleisch, glaube ich. Auf jeden Fall haben wir gestern Hackfleisch schon aufgebraucht wegen dem Bauerntopf. Da haben wir Bauerntopf gemacht. Und auf jeden Fall gab es beim Lidl aber beim normalen Wocheneinkauf, den habt ihr ja bestimmt schon gesehen, da gab es aber nur ein Paket Hackfleisch. Und das hat dann deswegen, jetzt geht der Feuermelder los. Yeah! Was für ein Haul! Ja, was für ein Video. Ja, das ist halt gerade unser Alltag, ne? Alle sind zu Hause. Okay, mein Mann geht ab und zu doch noch arbeiten. Aber sonst ist echt komisch. Könnt ihr ja gerne mal unten bei euch reinschreiben, wie es bei euch so ist. Mit meinem 400-Euro-Job übrigens habe ich noch nichts rausgefunden. Heute wollte ich noch beim Bundesministerium anrufen, damit ich einfach mal meine Rechte und Pflichten erfahre. Auf Instagram berichte ich euch da ein bisschen mehr, also da halte ich euch immer ganz genau auf dem Laufenden. Da könnt ihr mir ja gerne folgen, wenn ihr wissen wollt, wie es da genau weitergeht. Aber ich werde es bestimmt hier irgendwann, wenn ich dann mal wirklich Bescheid weiß, wie wirklich die Rechtslage ist, die weiß ich ja leider immer noch nicht, ob ein Minijob eine Lohnfortzahlung kriegt. Leute, bevor ihr mir das wieder erklärt, aber das erzählen mir immer ganz viele, dass ein Minijobber kein Kurzarbeitgeld kriegt, das weiß ich. Das ist hundertprozentig sicher. Aber da muss es irgendwie, finde ich, noch eine Zwischenregel geben, weil ich finde, man darf die Minijobber nicht einfach vergessen. Und es darf dann nicht einfach heißen, ja, Pech gehabt. Du, als Minijobber bist du minderwertig, also kriegst du nichts mehr. Also finde diese Regelung nicht ganz. Und ich glaube, da gibt es gesetzlich, entweder ist schon was geregelt. Ich habe jetzt schon überall angerufen. Ich habe bei der Agentur für Arbeit angerufen, bei der Minijobzentrale. Und wo habe ich noch angerufen? Beim Arbeitsgericht, genau. Alle bei diesen allen habe ich mich informiert und alle können es mir nicht hundertprozentig sagen. Aber auch alle davon meinen, ja, irgendwas muss es da geben, aber sie wissen es nicht genau. Deswegen habe ich jetzt die Nummer vom Bundesministerium bekommen und ich hoffe, die wissen es dann auf jeden Fall. Aber ich habe es leider noch nicht geschafft anzurufen, weil es ist echt schwierig, hier jemanden anzurufen. Ich hätte jetzt im Auto telefonieren können, aber egal, das eilt ja jetzt nicht so übelst, weil, keine Ahnung, weil, ja. Auf jeden Fall gebe ich euch Bescheid. Also ich hoffe, dass ihr das dann versteht. Also ich hatte einen Minijob und aufgrund dessen, und es haben ganz viele einen Minijob, also auf Instagram habe ich mit ganz vielen geschrieben und bei den meisten, bei manchen, die kriegen Lohnfortzahlung. Das ist ja auch das Seltsame. Manche Minijobber bekommen diese Lohnfortzahlung, obwohl das Geschäft nicht offen hat, ne? Auch interessant. Und manche kriegen es nicht. Also da muss es ja irgendwas geben, wo es gesetzlich geregelt ist. Aber irgendwie, klar, diese Pandemie heißt es so, war ja noch nie. Also das mit diesem Virus. Und deswegen wissen das die meisten halt einfach nicht, glaube ich. Also irgendwie, ja. Aber ich bekomme es noch raus und sobald ich das weiß, berichte ich euch davon. Ich hoffe euch auf jeden Fall, der Vlog, kann man das Vlog nennen? Viel Gerede. Hat euch gefallen. Ich melde mich auf jeden Fall wieder bei euch spätestens zum nächsten Food Diary oder Food Haul, ne, ihr wisst Bescheid, je nachdem, wann das Video online kommt. Und ich versuche jetzt auch in der Zeit, wo wir zu Hause sind, immer ab und zu mal die Kamera mitzunehmen, aber es ist halt schwierig. Erstens sind wir nur zu Hause, es passiert nicht viel und die sind immer so laut.
Abo mal schauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen oder über ein kostenloses Abo, falls du mich noch nicht abonniert hast. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao!